Ganz herzlich willkommen hier im Wanda Metropolitano. Ich begrüße Sie zu dieser Begegnung. Wolf Fuß und Frank Buschmann heißen wieder mal Ihre Kommentatoren. Und ich glaube, das verspricht hier eine klasse Partie zu werden. Spanien gegen Wales. Wir freuen uns auf diese Begegnung, Wolf. Das verspricht eine Menge Spannung. Der Blick auf die Aufstellung von Spanien. Die Kurzpässe sollen heute den Erfolg bringen, Buschi. Das berühmte Tiki-Taka. Ja, warten wir mal ab, wie das dann auf dem Rasen aussieht. Du hast es als Gegner natürlich nicht leicht. Da musst du immer wach sein, sonst ist die Lücke da. Die Eröffnung des Wanda Metropolitano war ja 2017, aber eigentlich ist das Stadion ja schon älter. Erbaut wurde es in den 90ern erstmal als Leichtathletikstadion inklusive Laufbahn. Und erst als Atletico auf der Suche nach einem neuen Zuhause war, da wurde hier umgebaut, da wurde renoviert, Laufbahn raus, Zuschauerzahl deutlich erhöht. Was kommt raus? Ein tolles Fußballstadion. Und da haben wir die Startformation der Gäste. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Spanien mit dem Anstoß. Es kann losgehen. Thiago. Oh, da geht er vorbei. Thiago, was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Da ist der Ball weg. Ein super Spieler, Iago Aspas. Was traust du ihm in diesem Spiel alles zu? Mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab. Wenige Minuten gespielt erst und wir sehen schon eine ganz frühe Verwarnung. Das heißt, es wird schwierig für ihn. Jetzt muss er in jedem Zweikampf aufpassen, ansonsten ist das Spiel heute frühzeitig beendet. Oyarzabal. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Bale. Ganz alleine. Oh, kein guter Versuch. Der ist komplett misslungen. War eigentlich eine gute Chance. Nun Parejo. Jetzt hat er den Ball. Gut von Piqué. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Aber dann ist der Ball weg. Sie machen also nichts aus dieser Szene. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier ja den sicheren Treffer. Kurz ausgeführt. Ball kommt. Ramsey jetzt am Ball. Allen.
damit Gareth Bale jetzt. Guter Zweikampf. Ferran Torres. Schön durchgesetzt. Keine große Mühe hier bei diesem ungefährlichen Ball. Und nun Ramsey. Ah, da muss mehr kommen vom Verteidiger. Super Pass, ja? Jetzt schießt er. Asensio mit einer Weltklasse-Parade. Thiago jetzt. Die Fans atmen durch. Das war knapp, fast der Rückstand. Sie müssen hier einfach mehr machen. Klasse, wie er dahin geht. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Ferran Torres. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Gute Balleroberung, was machen Sie draus? Den hält er super. Bei der Ecke würden die Fans jetzt zu gerne die Führung bejubeln. So, Ecke kommt. Da passt er auf und kann klären. Und direkt die nächste Ecke. Ecke kommt kurz. Wieder Ecke. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Keeper muss gar nicht eingreifen. Keine echte Gefahr. Ich bleib hier beim Spielstand. Aaron Ramsey. Ramsey! Sehr gut gemacht vom Torhüter. Kurze Ecke. Joe Allen blockt den Schuss erstmal ab. Daniel James. Sie kommen, sie machen das sehr clever. Hier liegt die Führung so langsam in der Luft. Sie machen nichts draus. Und das war die Chance zur Führung, aber der Abschuss war einfach nicht gut genug. Thiago jetzt. Spanien mit dem Ballverlust. Ferran Torres. Geht jetzt was für Spanien. Jetzt Thiago Alcantara. Keine echte Torgefahr. Parejo. Thiago Aspas am Ball. Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Da kann er ihn stoppen. So, jetzt ist erstmal Pause. Steht hier noch 0. Mit dem Unentschieden gehen wir wieder rein in diese Partie. Es geht los mit dem zweiten Durchgang. Da wäre der Platz, um zu flanken. Ramsey. Gelb hat er gesehen. Keine gute Aktion. Muss er jetzt runter? Das ist die zweite Gelbe für Piqué. Das ist natürlich eine erhebliche Schwächung für seine Mannschaft. Ja, da müssen sie jetzt umstellen. Er ist ja ein ganz wichtiger Spieler. So, bringt er den Freistoß direkt? Das ist eine erhebliche Distanz.
Aaron Ramsey. Weiter am Ball. Abwehr findet kein Mittel. Damit. Da kommt der Pass, aber der Verteidiger ist da. Gelbverdächtige Aktion, das könnte durchaus geahndet werden. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung so. Ferran Torres. Und direkt zurückgespielt. Er kann abwehren. Allen. Jetzt ist Platz für den Konter. Fairer Einsatz hier. Sie spielen steil, gefährlich. Kein Tor. Aber das war schon unglaublich, wie sie da angerauscht kamen. Ohne auf Hals ab. Das war ein toller Konter. Sie erarbeiten sich immer wieder ihre Chancen, aber sie verwerten die Dinger nicht. Und das ist die Schwäche vor dem Tor. Die müssen sie abstellen. Aber das ist jetzt die Chance. Gehalten. Aber der Ball ist weiter gefährlich. Da war mehr drin, denke ich. Aber geklärt. Immer noch unentschieden und da dürfen Sie sich bei Ihrem Kollegen bedanken. Das war eine super Parade. Und die Chance. Eigentlich trifft er den gut, aber der Ball geht dann doch einige Meter am Tor vorbei. Es wird jetzt hier gewechselt. Parejo. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Ja, sehr dribbelstark. Macht das richtig gut. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Parejo jetzt. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Die Spanier kommen. Den Schuss kann er blocken, gut aufgepasst. Sie holen sich den Ballbesitz. Pablo. Saul! Da macht er fast das Tor mit diesem Hammer. Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. Der Ball ist weg. Und Thiago. Jerei. Parejo. Ja, könnte was werden. Glanzparade. Tolle Aktion. Was für ein Wahnsinnsreflex. Herrliche Parade. Da verhindert er den Rückstand. Das war natürlich eine gute Chance. Also das ist nicht ein genau hinschauen. Erstmal Augen auf jetzt. Und da zeigt er seine ganze Klasse. Kommt raus und pflückt dem Angreifer den Ball vom Fuß. Perfekt getimt, diese Aktion. Iago Aspas. Weiter dieses Unentschieden, aber sie machen das hier sehr überzeugend. Geht jetzt was für Spanien. Das ist die Chance. Da hat so ein wenig die Präzision gefehlt bei diesem Pass. Gibt Einwurf. Gut verteidigt, die Hereingabe abgeblockt. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Der Wille ist da, kurz vor Schluss drücken sie auf den... Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Und das Tor, sie führen. Und das ganz spät in diesem Spiel müsste eigentlich die Entscheidung sein.
Sie gehen in Führung. Der Außenseiter tatsächlich vorne. Und das noch nicht mal unverdient, Wolf. Sie zeigen eine konzentrierte Leistung. Das geht in Ordnung. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ball kommt in die Mitte. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Spanien versucht viel. Spanien kommt auch mal ganz, ganz spät. Vielleicht der letzte Angriff. Jetzt muss es klappen mit dem Ausgleich. Sonst wird es diese knappe Niederlage. Allen. Tolles Tackling von ihm. Pablo. Und er hat den Ball. Viel ist nicht mehr auf der Uhr. 2 Minuten noch. Da ist der Ball weg. Borja Iglesias. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Ganz energisch. Aber dann kommt doch der Ballverlust. Das war's für heute, Buschi. Und hör dir die Fans an. Die sind